Ja, und damit geht's weiter im Rennen von Malaysia. Und ja, was soll man noch großartig sagen, außer dass wir auf der Pole stehen. Recht knapp gewesen im Qualifying gegen Hamilton. Und ja, wir gucken auf die Strategie. Ein Boxenstopp in Runde 6 sollen wir reinkommen für die härtere Mischung. Und dann wo durchfahren. Na, da bin ich mal gespannt. Wir gehen auf die Strecke auf jeden Fall. Und hoffen auf jeden Fall, dass der Start im Vergleich zu Australien einigermaßen besser laufen wird. Ich habe noch so ein bisschen meine Bedenken gerade. Und es ist eigentlich, die ersten drei Plätze sind genauso wie in Australien. Ich 1, Hamilton 2, Vettel auf der 3. Und überraschend auch Nico Hülkenberg auf der 4. Von daher mal gucken, was hier so möglich ist. Nach deiner Podiumsplatzierung im letzten Rennen sollten wir versuchen, das Ergebnis an diesem Wochenende zu wiederholen. Ich habe doch den Sieg geholt. Da ist jemand innen, nämlich das ist der der Alonso. Und da war auch noch der Hamilton auch noch gerade. Oder Rosberg. Und der Vettel setzt ja gleich mal richtig ab. Hamilton ist aber wieder vorbei an Rosberg. Ja, ich glaube, der Start war jetzt wieder mal Schadensbegrenzung. Wusste ich, dass es irgendwann passiert wieder. Oh, ist er, glaube ich, ganz schön früh vom Gas gegangen. Mir geht es auch hauptsächlich erstmal darum, dass ich die Reifen nicht zu sehr abnutze. Aber dafür, dass Alonso überhaupt im Qualifying nicht mal ansatzweise mithalten konnte, mehr hat er hier wieder mal einen unglaublichen Start hingelegt. So, hier muss ich auf jeden Fall für nächste Runde noch ein bisschen dichter wieder dran sein, damit ich auf jeden Fall mein DRS kriege. Und das ist, glaube ich, die schnellste Runde gefahren, weil der hat gerade richtig aufgeholt. Falls überhaupt angezeigt wird.
Nee, wird gerade gar nicht angezeigt. Und er wird auch aufgehalten von Vettel. Das spielt uns bloß in die Karten. Muss natürlich bloß aufpassen, durch den direkten Windschatten habe ich hier sehr, sehr viel untersteuern. Da ist es speziell hier gefährlich mit den Vorderreifen, weil die natürlich extrem abbauen durch die schnellen Kurven. Okay. Und da kommt der Angriff von Alonso gegen Vettel. Und er ist durch. Jetzt muss ich bloß mal gucken, ob ich noch an Vettel schnell vorbeikomme. Warum jetzt? Warum habe ich jetzt auf einmal wieder Frame-Einbrüche? Das gibt's doch nicht. Letztes Mal ging's auch noch alle. Und jetzt auf einmal kommen wieder die scheiß Frame-Einbrüche. Boah. Wie sehr mich das gerade so ein bisschen ankotzt schon wieder, dass jetzt auf einmal Frame-Einbrüche wieder kommen. Aus dem Nichts. So, und die dauern auch wieder so lange. Jetzt geht's wieder weiter. Also die beiden Mercedes-Fahrer können schon mal gar nicht mithalten. Ja, bisschen blöd jetzt hier. Und natürlich Vettel auch DRS hat. Er ist aber gleich wieder geschlossen, okay. So, in der nächsten Runde ist schon unser Boxenstopp. Ah, die Hinterreifen sind so langsam am Einbrechen. Wenn ich auch jetzt hier beim Rausbeschleunigen, weil ich so extreme Probleme habe, hier mit hinterher zu kommen.
komme einfach nicht vorbei an dem Vettel. Die Boxencrew erwartet dich am Ende dieser Runde. Boxenstopp diese Runde. Ja, ich komme da einfach nicht mehr daher. Das ist so extrem gerade mit den Reifen. So, diese Runde Boxenstopp. Also meine tödlich jetzt noch mittlerweile. Gesamte Kers aufgebraucht. Ich denke mal nicht, dass wir Alonso holen werden. Nee, okay, gut. Aber wir haben Glück, wir sind ja direkt noch vor dem Rosberg rausgekommen. Und ich habe natürlich genau das Pech, dass ich hinter Perez hier rauskomme. So schnell geht es mit dem frischen Reifen. Wir glauben, dein Hintermann fährt jetzt mit voller Drehzahl. Er versucht, die Lücke zu schließen. Ich versuche, die Lücke zu Fernando zu schließen. Warum mache ich jetzt schon wieder Frame-Anbrüche? Das regt mich gerade so tierisch auf schon wieder. Mann, Alter, jedes Mal ging das jetzt die letzte. Und jetzt auf einmal fängt das wieder an mit diesen scheiß Frame-Einbrüchen, Alter. Oh, es ist einfach so zum Kotzen. So, Vettel ist in der Box. So, da kommt das Vettel gleich aus der Box raus. Aber hinter uns. Sieht man also, dass er den Nachteil hatte, weil er eine Runde länger draußen geblieben ist. Und ich muss auch aufpassen auf meinen Hinterreifen. Thank you.
So, wo können wir den Alonso jetzt packen? War ich auf der zweiten DS? Auf der ersten würde ich sagen, nein. Und da haben wir es. Oh, jetzt nicht zu weit raustragen lassen. Passt, passt, passt. Und wir sind durch. Platz 1 momentan. Jetzt muss ich aber darauf aufpassen, dass ich meine Reifen nicht versau. Nämlich durch solche Aktionen jetzt hier. Aber jetzt muss ich ein bisschen mehr raus beschleunigen, etwas doller. Damit ich nicht geschluckt werde. Der Vorsprung würde ausreichen, damit er nicht in DRS kommt. Gleich mal in sauberer Luft nochmal eine eindeutige Bestzeit. 1:39.506. Vettel kommt auch ein bisschen näher, habe ich das Gefühl, an den Alonso ran. Und hier liegen Teile. Achte auf den Fahrer hinter dir. Er liegt gerade mal 2 Sekunden zurück. Wenn du einen Fehler machst, lässt er vermutlich zum Überholen an. Ich weiß. Deswegen versuche ich ja keinen Fehler zu machen. Aber schön, dass du mich daran erinnerst. Super, jetzt, ach, mit dieser Frame-Einbrüche, das ist dieses ekelhafteste Ding, was du jemals haben kannst, wenn du ein Let's Play machst, Alter. Diese Frame-Einbrüche bei F1, die sind so grottig nervig, Alter, ganz ehrlich. Ach, Mann, Alter. So, komm, gib mir meine Frames wieder, jetzt nämlich. Zum Glück sind es nur 4 Runden. Da ist jemand auch in der Box gerade. Ein Force India. Thank you.
So, 4,2 Sekunden. Also da hat der Alonso jetzt ordentlich durch die Überrundung verloren und Vettel hat aufgeholt. Es ist zwar nur 18. gewesen, aber er ist fast schon am DRS-Fenster dran. Da, oh, ich habe fast schon das Gefühl, wir überrunden bald schon welche. Gut, wenn manche 6 Sekunden langsamer fahren pro Runde, dann kommt er schon mal gut hin. Dass man die nach 14 Runden überrundet. Speziell die harten Reifen lassen von den Zeiten her noch nicht mal so wirklich nach. Du kannst jetzt etwas durchatmen. Durchatmen darf ich gerne, wenn das Rennen vorbei ist, aber jetzt noch nicht. Schade, und bald ist das Rennen schon wieder vorbei. Ich mag diese Strecke unglaublich gerne. Braucht so ein, weiß nicht, so ein bestimmtes Fahrstil, finde ich. Um wirklich gut hier um den Kurs zu kommen. Natürlich kann man wahrscheinlich mit jedem Fahrstil um einen Kurs gut kommen. Aber ich finde, mein runder und weicher Fahrstil passt eigentlich zu Malaysia speziell eigentlich ganz gut. Wir gehen in die vorletzte Runde, Runde 13 von 14. Und wir müssen nochmal durch eine Verfolgergruppe durch. Und die Reifen sind schon wieder sehr mitgenommen aus. Ich habe irgendwie ein ungutes Gefühl bei dieser riesigen Gruppe. Ja, nämlich genau deswegen. Ein Hamilton auf der 19. Was hat denn der da hinten gemacht jetzt? Der sieht so aus, als wenn der Bremsprobleme oder so hat. Auf jeden Fall schon mal durch. Jetzt haben wir Frame-Einbrüche. Deswegen warten wir kurz, damit wir gleich die letzte Runde in Ruhe fahren können. Und ich hoffe mal, zum nächsten Mal geht es wieder mit den Frames. So. Kurz warten. Ich sehe, dass ja, wann die Frames wieder da sind. Und zwar genau jetzt. Sieht man schon mal gleich, wie viel so eine Runde gekostet hat. 1,42,2 nur noch. Aber wir sind jetzt in der letzten Runde. Und die Runde von Hamilton war auch irgendwie nicht besser. Thank you.
So, jetzt bekommt er schon blaue Flaggen. Lässt mich jetzt hier vorbei. Sehr schön gemacht. Und damit haben wir ernsthaft hier noch welche überrundet. Und zum letzten Mal jetzt auf die Gegengerade. Und dann gleich zum letzten Mal auf Start und Ziel. Und dann haben wir es hier geschafft, den zweiten Saisonsieg im zweiten Rennen zu holen. Ich glaube, letztes Jahr hat es, glaube ich, fast genauso angefangen. Und ich habe dann speziell auf den Europa-Rennen, glaube ich, wieder recht viele Punkte verloren. Von daher, ja, können wir jetzt erstmal nochmal feiern. Der Sieg gehört uns hier. Und damit haben wir mit dem letzten Rennen von der letzten Saison jetzt an sich 3 Siege in Folge schon mal geschafft. Natürlich zieht der Sieg aus dem letzten Rennen nicht mehr zu einer neuen Saison. Ja! Sehr gut. Und Nico Hülkenberg ist wirklich von der 4 noch bis auf Platz 11 zurückgefallen. Da ging Esteban Gutierrez von der 16 auf die 10. Und das ist schon gut. Perez von der 11 auf die 6. Also da haben sich so einige so doch schon mal verbessert. Pauli West auch von 13 auf 8. Ja, und Hamilton bis auf die 19. Also, da haben schon einige was verloren. Du bist nach wie vor Erster in der Fahrerwertung. Ja. Ja, das Maximum rausgeholt. Team M sieht auch ganz gut aus. Schon mal 53 Punkte Vorsprung auf Ferrari. Was will man eigentlich mehr, ne? Ja, und das war's denn eigentlich auch jetzt hier aus Malaysia. Ich verabschiede mich von euch. Wir sehen uns das nächste Mal wieder in China. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und bis dahin sage ich einfach mal ciao, ciao.